Seit einigen Jahren beobachten Forscher eine sehr beunruhigende Tendenz. Die Depressivität unter Jugendlichen, insbesondere bei jungen Mädchen, ist in den letzten Jahren in vielen Regionen der Welt deutlich angestiegen. Und auch der Gedanke, sich selbst das Leben zu nehmen, sich selbst umzubringen, ist in den letzten Jahren bei jungen Mädchen leider immer häufiger zu beobachten. Und nicht wenige Forscher machen dafür Social Media verantwortlich. Also nicht nur, weil wir auf Instagram und TikTok unerreichbare Schönheitsideale vermittelt bekommen, die uns dann unglücklich machen, weil wir das nicht erfüllen können. Und auch nicht nur, weil wir andauernd uns mit anderen vergleichen und bei anderen nur beobachten können. Oder war wieder jemand im Urlaub, da hat jemand eine Traumhochzeit und im Vergleich dazu läuft es eigentlich bei mir gerade nicht so gut. Sondern auch, weil Social Media, sagen manche Forscher, im Grunde wie so ein Kuckucksküken ist. Ja, ihr kennt es, der Kuckuck legt seine Eier in fremde Nester und wenn dann das Kuckucksküken schlüpft, dann wirft es die anderen Eier aus dem Nest oder auch manchmal die Jungtiere, die gerade geschlüpft sind, einfach aus dem Nest, sodass nur noch das Kuckucksküken gefüttert wird. Und genau so ist es, sagen manche Forscher, mit Social Media und unseren Freunden. Ja, wir verbringen so viel Zeit auf Social Media, wir sind so häufig am Rumscrollen auf TikTok oder Instagram, dass wir leider in der realen Welt nur noch sehr wenig mit Freunden machen. Und wenn man sich die Daten anschaut, noch vor so circa 20 Jahren im Jahr 2003 haben 15- bis 24-Jährige im Durchschnitt so circa 150 Minuten am Tag persönlich mit Freunden verbracht. Im Jahr 2020 war die Zahl auf ein Viertel zurückgeschrumpft, auf nur noch 40 Minuten. Und natürlich im Jahr 2020 war auch Corona, aber auch vorher war diese Tendenz schon sehr stark zu beobachten. Und eine neue Studie, die in diesem Zusammenhang sehr spannend ist, zeigt, dass Instagram, TikTok und solche Social-Media-Plattformen im Grunde Produktfallen sind. Also die Forscher sagen, wir tappen da in diese Falle rein und kommen da leider nicht mehr raus. Weil wenn man Versuchspersonen gefragt hatte, wie viel Geld muss ich dir denn geben, damit du für 4 Wochen auf Instagram oder TikTok verzichtest? Dann haben sie geantwortet, ja, für TikTok müsstest du mir $59 geben und für Instagram immerhin $47. So, das spricht ja eigentlich dafür, dass diese Social-Media-Plattformen den Menschen wirklich etwas wert sind. Dass sie denken, dass es ihnen einen großen Mehrwert gibt. Weil sie würden ja ziemlich viel Geld dafür verlangen, wenn sie diese verlassen. Aber die Forscher haben noch ein zweites Szenario vorgegeben und haben gesagt, was wäre denn, wenn nicht nur du TikTok und Instagram verlassen würdest, sondern auch fast alle deine Freunde. Und dann war das Ergebnis wirklich beeindruckend. Dann kam raus, dass sie bereit wären, $28 für TikTok und $10 für Instagram zu zahlen. Also sie wären bereit dafür, Geld dafür zu geben, wenn nicht nur sie selbst die Plattform verlassen würden, sondern auch ihre Freunde. Und das zeigt, dass wir uns eigentlich oder dass sich die meisten wirklich bewusst sind, wie ungesund diese Apps eigentlich für uns sind. Und in weiteren Analysen in der Studie konnte man auch beobachten, dass ein Großteil sagte, ja, ich bin eigentlich nur auf dieser Plattform wegen FOMO, der Fear of Missing Out, dass ich irgendwas verpassen könnte. Und auch viele sagten, ja, ich bin eigentlich nur hier wegen meiner Sucht. Ja, ich bin im Grunde süchtig danach, dass ich das machen muss. Und insofern sind diese Social Media Apps tatsächlich Produktfallen. Wenn wir uns dort anmelden und dann auch im Laufe der Zeit alle unsere Freunde dort angemeldet sind, mit denen wir dann auch verknüpft sind, dann ist es, obwohl wir wissen oder obwohl wir merken, dass uns diese Apps nicht gut tun, ist es so, dass wir da leider kaum noch rauskommen. Wir sind da drin gefangen. Und deswegen kann ich nur jedem raten, reduziert die Zeit, die ihr auf diesen Plattformen verbringt, so weit wie möglich. Es gibt ja zum Beispiel auch Apps, mit denen man die Nutzung einschränken kann. Und häufig ist es nicht notwendig, dass ihr da stundenlang seid. Ja, ich verstehe, dass man das gerne mitverfolgen möchte, was bei anderen passiert. Ja. Aber dafür reichen meistens so 5 Minuten, 10 Minuten und dann hat man das alles mitbekommen. Aber man muss nicht da stundenlang durchscrollen. Häufig oder vergleicht auch einfach mal, wie viel oder wie häufig ihr lacht oder wie häufig euch etwas zum Schmunzeln bringt, wenn ihr da durchscrollt. Also vielleicht ist es ja bei jedem 20. Video so, dass ihr vielleicht mal so leicht schmunzelt oder vielleicht sogar mal lachen könnt, so für ein paar Sekunden. Aber vergleicht mal, wie häufig ihr lacht, wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid. Wie häufig da irgendeine Situationskomik entsteht und ihr einfach aus freien Herzen lachen könnt. Ja. Und das passiert natürlich viel, viel häufiger. Und darüber hinaus sind natürlich unsere Freunde, gerade wenn es mal schwierige Phasen gibt,
unglaublich wertvoll, weil sie uns soziale Unterstützung geben. Und deswegen sollten wir nicht zulassen, dass Social Media wie so ein Kuckucksküken einfach unsere Freunde verdrängt und wir dadurch im Laufe der Zeit, auch das haben wir leider, wir haben momentan eine sehr starke Einsamkeitsepidemie und wir dadurch im Laufe der Zeit schleichend, häufig kriegen wir das gar nicht so mit, aber im Laufe der Zeit immer einsamer werden und dadurch auch leider die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir langfristig depressiv werden. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, ich hoffe, ihr fandet es hilfreich. Und falls ihr noch mehr über psychologische Forschung erfahren wollt, schaut natürlich auch gerne mal auf der Webseite vorbei oder schaut in die Bücher rein. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen würden.